Hungerulat. Richtig. Es ist also viel vorteilhafter, wenn ihr denn einen effektiven Schlag führen möchtet, wenn ihr stattdessen die Stadt intakt lasst und eine hervorragende Falle für jenen legt, der meint, den Hafen einlaufen zu können. Vermutlich ist das Hafenbecken mit mindestens einem, vielleicht mehreren Wasserdämonen gesichert, die wir subversiverweise unter unsere Kontrolle bringen könnten. Und sobald sie alle im Hafen sind, wenn ihr schnappt aber mit den Fingern, haben wir sie in der Falle. Und dann brennen wir die Stadt. Unter Umständen könnt ihr aus einem oder zwei ein Exempel machen und den Rest blutlos und ohne großen Widerstand nehmen. Habe ich irgendwie etwas verpasst? Wir hatten noch gesprochen, wie wir ins Gefängnis reinkommen. Was hat das damit zu tun, dass wir jetzt die Stadt anzünden wollen und die Grube verschließen wollen? Eine Ablenkung. Ich dachte, auf dem Weg hinaus brennen wir das Drecksloch einfach ab. Ich glaube auch, dass wir das alles bis zu einem gewissen Grad auf einmal planen müssen, weil es Schlag auf Schlag erfolgen wird, beziehungsweise eine brennende Stadt eine Ablenkung sein könnte. Ich denke eigentlich nicht, dass wir durch die Stadt fliehen werden. Ich würde, nachdem der Gefängnisausbruch geglückt ist, gleich in Richtung Norden weitergehen. Das wäre zudem vorteilhaft, da wir uns in dieser Richtung am wenigsten vermuten. Aber nach einer brennenden Stadt werden die auf jeden Fall auf uns aufmerksam sein. Und wie wollt ihr diese Stadt anzünden? Mit ein paar Fackeln? Nein. Das wird kaum reichen. Aber sie werden sicherlich auch nach unserem Schiff suchen. Und wenn so unser Schiff Befehle hat, sich mit der anderen Flottille anzuschließen, werden sie uns nicht mehr, möglicherweise nicht mehr auf der Insel vermuten. Wir machen selbstverständlich einen Feuersturm. Naja, Boltax. Ja. Ich fasse mal eben unseren Plan zusammen. Wir schleichen uns in das Gefängnis voll mit riesigen Ogern, die wir vermutlich alle töten müssen. Dann schlagen wir uns nach Norden, um dort eine Harfe zu spielen, während die Plagenbringer direkt unter uns ist und viele andere Dämonen eichen. Und du glaubst, du hast noch zwischendurch genug Kraft, eine ganze Stadt anzuzünden? Ja. Also ich glaube, da haben wir schon genug auf unseren Teller geladen. Das müssen wir alles erstmal wieder runteressen. Ja, aber ich denke, wir kriegen das hin. Also ich würde sagen, wir lassen erstmal Rulat sein, befreien die Frau da aus dem Gefängnis, kümmern uns dann um unsere Harfe und dann gucken wir mal. Wenn wir dann wenigstens das Gefängnis, vielleicht... Ah, ja, ich habe eine Idee. Alter. Ja. Nachdem wir das Gefängnis verlassen haben und alle gerettet haben, zünden wir das Gefängnis an. Das ist auch eine wunderbare Ablenkung. Wir können nicht alle retten. Ich weiß nicht, wie viele Gefangene, wenn da jetzt 50 Gefangene sind, können wir nicht alle mitschleppen. Wir können nicht alle retten. Menschenfresser, ich glaube, die werden nicht so viele dort haben. Lass es 20 sein, wir können keine 20 Leute durch die Gegend schleppen. Naja. Wir müssen nicht alle mitnehmen. Richtig. Wenn wir das Gefängnis anzünden, schon. Wir könnten sie freisetzen und nun, vielleicht werden dann sie verfolgt werden und nicht wir. Ich würde. Blütig, oder? Naja, der Mitleidlose wird davon ziehen ablächeln. Sie haben eine faire Chance. Sie haben keine Wahl. Naja, ihre andere Wahl ist gefressen zu werden. Von daher würde ich mich schon als gar gütig in dieser Situation sehen. Wir benutzen sie nur als Ablenkung und als Opfer, um die Gegner zu beschäftigen. Ein Bauernopfer. Nun, wir werden nach Norden aufbrechen, in Richtung des Schlunds. Ich bin nicht sicher, ob es gnädiger wäre, sie mitzunehmen. Naja, richtig. Und außerdem, das machen wir doch ständig. Aber egal. Das halte ich für den besten Plan. Oder nicht? Ich möchte dazu sagen, dass laut unseren Informationen sie eine wehrhafte Hafenbastion haben. Das wohl. Das heißt, wenn wir uns ihnen mit Gewalt nähern, ungefähr 3000 Einwohner, viele Piraten, die werden auf Gewalt mit Gewalt reagieren. Und Rafim, bei aller Liebe, du kannst sicherlich gegen viele Leute kämpfen, aber wenn es mehr als 100 sind, hast doch du ein Problem. Ja, ich will die Stadt ja auch nicht einnehmen. Ich will ins Gefängnis rein, die befreien, nach Norden laufen, die Harfe spielen und dann vermutlich und so schnell von da verpissen, wie auch irgendwie göttertechnisch möglich.
Dann werde ich jetzt gleich nach der Besprechung schon einmal die anderen Trirem und Birem heranholen. Dann müssen wir uns eben noch überlegen, wo wir uns treffen und was wir machen, wenn ihr landeinwärts in Richtung Norden marschiert. Naja, Zulamin, was hast du denn für eine Idee? Ich würde befürchten, ganz weit im Norden sind die ganzen Dämonenarchen. Ganz im Süden ist Rulat. Also müssen wir uns entweder in den Osten oder in den Westen setzen. Wie lange werden wir wohl unterwegs sein? Ein Tag? Länger? Mutlich länger. Aber du warst doch schon mal da. Wie groß ist das? Es gibt einen sicheren Ort auf Rulat, der einzige sichere Ort, wo die Dämonenarchen nicht betreten können. Südstrand. Das liegt aber weiter nördlich von dort, also. Dann müsstet nur per Schiff erreichen. Dann müsstet ihr am Strudel vorbeischwimmen, das funktioniert auch nicht. Achso, ich hatte ja Südstrand irgendwie an der Küste von Rulat, hätte ich mal gedacht. So, nee, das ist nördlich. Eine Insel. Warte. Steuerung F. Hier ist Südwall, aktuell seid ihr hier. Da ist der Hafen, da muss auch irgendwo das Gefängnis sein. Und das sind grob 50 Meilen nach Norden. Und hier ist die neu geschaffene Insel. Ach so, und hier ist irgendwo der Strudel. Alles klar, ich dachte mal, hier ist dieser an der Küste, mal Rulat. Ich vergesse es dann. Naja, also, wenn ich meinen Vorschlag machen dürfte, ich glaube... Naja, wir können uns eigentlich nur zwischen Osten und Westen entscheiden, oder? Was würdet ihr vermuten? Wir müssen einmal quer über die Insel. Naja, wir müssten uns am besten im Gefängnis selber oder in Rulat Pferde besorgen. Ich denke nicht, dass sie im Gefängnis Pferde haben werden. Naja, bei den Ogern vermutlich wirklich nicht, weil die vermutlich alles fressen. Was mich noch etwas irritiert, er sprach von schwarzen Ogern und dass sie halb dämonisch sind. Nun, normalen Ogern ist sehr einfach beizukommen. Sie sind sehr anfällig für Einflussmagie. Aber wenn sie eine dämonische Komponente haben, ich bin mir nicht sicher. Nun, das ist ein Bericht eines, halb wahnsinnigen Gefangenen. Aber schützt nicht auch... Geben kann doch so ein Bericht. Aber schützt nicht auch eine hohe Intelligenz bis zu einem gewissen Grad? Intelligentere Kreaturen sind schwerer zu verzaubern, oder? Das meinte ich ja. Und wenn es kluge Oger sind, Naja, die Frage ist, ob das alles kluge Oger sind oder ob nicht nur der große schwarze Oger. Also, Abemir, du bist doch hier so ein Fan von dem. Der Dämonen 13. Typ da, der hat doch den Oger dahingesetzt, oder nicht? In nun ihr mein Baubart. Ja. Nun ja, er hat ihn aus dem Süden mitgebracht, soweit ich verstanden habe. Hat er denn mehrere mitgebracht oder nur den einen? Soweit ich es weiß, mitbekommen habe, hat er nur einen mitgebracht. Und nun die anderen stammen wahrscheinlich aus Torbjörn. Dort gibt es nur Oger. Vielleicht kann Voltax dann ja einen von den... Naja, klingt komisch, von den kleinen Ogern. Kapern, ja. Kapern ist ein schönes Wort. Und dann haust du den großen Oger aufs Gesicht. So wie ich es verstanden habe, sind es tatsächlich sogar die großen Oger, auch wenn dieser spezielle Schwarzoger relativ groß sein soll für seine Art. Es gibt natürlich Oger in verschiedenen Größenordnungen, von ganz kleinen, von den Jungen bis zu den Weibchen, die etwas kleiner sind, aber kräftiger, bis zu ausgewachsenen Ogern, die bis zu 3-3,5 Schritt groß werden. Ich denke, wir werden schon irgendwie zurechtkommen, aber wir sollten uns überlegen, wen wir mitnehmen. Euer Einwand, Abelmir, lässt mich nicht los. Wir könnten einige unserer Leute mitnehmen, damit sie die Gefangenen in Sicherheit bringen können. Ich bin nicht sicher, ob überhaupt einer von ihnen in der Lage sein wird, uns bei einem Angriff oder einem Tagesmarsch über die Insel zu begleiten. Wir könnten die östlich von Rulat, dort ist die schmale Landbrücke. Dort könnten wir ein Schiff produzieren, eine Trireme, meine ich, ein schnelles Schiff, das die Gefangenen schnell wegbringt. Wir müssen sie halt bloß an die Ostküste schaffen. Tja, dann nehmen wir die schwarzen Köche von Dobirach und die letzten Treuzacker, die euch verblieben sind.
Und wir müssen uns überlegen, wo wir das Effathorn haben wollen. Ob wir es auf der Avianda lassen, ob wir das Effathorn und Effanora mit zur Nordspitze nehmen. Das muss bedacht sein. Naja, also, ich glaube, aber mir, du musst mich korrigieren, du hast mehr Ahnung von sowas, aber wir werden doch vermutlich diese Harfe spielen und dann wird dieses Ritual im besten Fall gestört, richtig? Nun, im besten Fall wird damit der ganze Strudel, das Unterlichtum vernichtet oder geschlossen zumindest, und die Pforte. Ich vermute, dass die Eichen dann ziemlich ungehalten reagieren werden, um mal eure Sprache zu verwenden. Das steht zu vermuten aus und sie werden uns vermutlich auch orten können, zumindest den Ursprung dieser Störung. Ich würde euch selbstverständlich gerne begleiten, aber wenn ihr alle von Bord geht, dann werde ich als stellvertretende Kapitänin die Avianda dirigieren. Und dementsprechend, wenn ihr die Harfe habt, würde ich gerne das Effathorn und auch Effanora hier behalten. Was haltet ihr davon? Was denkt ihr? Wie treffen wir uns wieder? Könnt ihr uns zu Hilfe kommen und abholen, wenn ihr das Effathorn habt? Nun, ich gehe davon aus, dass wir mit unserer, wenn auch kleinen Flottille, also die Trirem und die Birem, euch grob in Richtung Norden begleiten werden. Wir bleiben auf Abstand und begeben uns und die anderen Schiffe nicht in Gefahr. Und sollten sie mit ihren Geschwindigkeiten aufholen, dann, tja, dann blasen wir das Effathorn und segeln weiter. Ich würde einfach sagen, wir nehmen euch in... Es gibt ein kleines Fischerörtchen, da ist tatsächlich nicht mehr los als 50 Leute, sagte zumindest Kapok. Da werden wir uns dann auf der Ostseite der Insel zwischen den Sümpfen, dort werden wir euch wieder aufnehmen. Ich denke, Ruhlert als Hafen wird zu heiß sein und im Norden kann man euch nicht wieder aufnehmen, weil dort Felsenklippen sind. Müsstet ihr dann die Felsenklippen runterspringen, das ist für eure Gliedmaßen tatsächlich gefährlich. Also müsstet ihr, wenn ihr über Land geht, auch wieder über Land zurück, durch die Sümpfe. Kapok sagte den Namen, ich bin mir gerade nicht ganz sicher, ich glaube... Voterek? Ihr seid damals auch von Osten gekommen, oder, Abelmir? Wir kamen, wir legten direkt an der Nordspitze an, meistens nach, und gingen dann die letzten Wege zu Fuß. Die letzten 20, 30 Meilen, glaube ich. Da müsst ihr über die Klippen hochgeklettert sein. Naja, dann, wenn ihr mir... Also wenn ihr mir ungefähr sagt, wo dieses Dorf ist, dann sollte ich das finden. Allerdings hätte ich folgenden Einwand. Ich halte es für sinnvoll, wenn möglich, das Effathorn nicht einzusetzen, damit sie nicht wissen, dass wir es haben. Es wäre ganz gut, wenn wir es das erste Mal einsetzen, dass wir uns tatsächlich eine von ihren Archen schnappen. Dann werden wir euch nicht auf die Spitze begleiten können. Dann bleiben wir direkt in Voterek. Also was meinen die anderen? Das entscheide ich ja nicht alleine. Ich glaube, sie sind sich sehr gut bewusst, dass wir das Effathorn haben. Vielleicht nicht hier auf diesem Schiff, aber sie werden deswegen sicher auch Balusa, wie die Stadt heißt, angegriffen haben. Naja, vermuten, dass wir es haben und wissen, dass wir es haben, es sind zwei große unterschiedliche Punkte. Wie gedenken wir, mit den Plagen zurechtzukommen? Also, wenn wir gerade darüber sprechen, das Effathorn nicht zu verwenden, dass uns unter Umständen, und ich will nicht mal behaupten, dass es wirklich so wäre, einen gewissen Schutz gewähren könnte, denn wir werden die Plagenbringer am Hals haben. Aber über die Schlangen, die Seeschlangen, habe ich mir bereits Gedanken gemacht. Wir haben Ich dachte an die weitreichenderen Probleme, aber mir, wenn ich mich recht entsinne, wart ihr bereits einmal hier und wurde zuallererst von einem Schwarm von gefrickelten Daimoniden attackiert? Ein Chimärenmeister entwickelte sie speziell für diese Arche. Sie nannten sich, glaube ich, Lederschwinger oder ähnlich. Eine wirkliche Gefahr für die Mannschaft und das Schiff. Ich habe die Werke des Mannes gelesen. Und für uns, wenn wir uns über die Insel zurückziehen. Ich glaube kaum, dass wir diesem Schwarm davonlaufen können. Genau das meine ich. Nun, aber wenn es Daimoniden sind, wie funktioniert ihre Wahrnehmung dann?
ist oh, Frosty, Frage ganz oft. Ich habe in Milham studiert. Hat Vespertilio da Ausweisungen zugelassen, welche Generation an Züchtung er für die effektivste hält? Also er hat die Lederschwingen damals in der Sargasso-See fertiggestellt, in Milham damals noch nicht, aber er war ein bekennender Chimerologe und... Ja, die Frage ist dann, Daimoniden, je mehr Generationen die gezüchtet werden, desto weniger dämonisch, desto mehr weltlich werden die. Von daher kann man daraus unter Umständen ablesen, wie zum Beispiel deren Wahrnehmung funktioniert. Ja, also das durch eure gesammelten Bücher wisst ihr das. Wie gesagt, er hat die in der Sargasso-See entwickelt. Das war 1007-1008 unter Filiasson, beziehungsweise mit Beorn dem Blender. Und wenn er seit 1007 weiter daran geforscht hat, das werden höchstwahrscheinlich keine Dämonoide mehr sein, sondern natürliche Chimären, die jetzt in der vielleicht fünften Generation sind. Nun seht ihr aber mir, das Problem ist, diese Wissenheiten bestehen seit längerer Zeit. Solange ihr nicht ein großes Maß an Kraft und Arbeit daran aufgewendet hat, neue zu erschaffen, statt einfach neue zu züchten, was ja viel einfacher sein sollte und mit den Mengen bedenken, viel wahrscheinlicher, können wir davon ausgehen, dass es hier um größtenteils wirkliche Wissenheiten handelt. Nun, mit welcher Wahrnehmung? Wir werden sie, das ist richtig, Voltax, entsprechend weder mit einem Zauber täuschen können, zumindest nicht mit den üblichen, noch mit einem Guardianum von unserem Leib halten. Korrigiert mich an der Stelle, aber dann wird das Effathorn ihnen doch auch nichts tun. Nein, ich hatte gehofft, dass das Effathorn die gesamte Plage im Bringalarm legen könnte. Ja, aber die Wesen sind ja unabhängig von der Planbringer, wie ihr gerade gesagt habt, oder nicht? Hebt die Schultern hoch. Ich bin nicht der Taktiker hier. Freund, dies ist ja nur eine von den 7 Plagen. Wie sieht es mit unseren Schützenregimentern aus? Könnten sie wenigstens unseren Rückzug decken? Naja. Weiß Abel mir das nicht? Denn wir hatten welche dabei, Herr Froland. Aber ich erinnere mich nicht mehr, ob die was getaugt haben. Also ich weiß, dass ich so Flagellants angeführt habe, die alle gestorben sind. Also ihr habt ja auch Bogenschützen oder Armbrustschützen. Die habt ihr ja auch. Eure Kanoniere, die könnt ihr natürlich nicht mitnehmen. Ja, klar, ja. Also ich dachte... Also überleg mal, das müssen relativ fragile Sachen sein, right? Weil die Fliegen, die sind nicht magisch, die müssen leicht sein, vermutlich haben die Glasknochen. Jetzt stehen da die Schützen, die haben Pfeile, die haben sowieso schon eine 2er gesenkte Rundschwelle. Das ist übel. Und 50 Schützen mit Kurzbogen sind 50 Pfeile, die Kampfrunde. Das ist das Ding gebaut. Es ist nicht rechts. Die Frage ist, wie viele Lederschwingen haben die Dudes? Und wie schwer sie zu treffen, wenn die schnell sind, schnell fliegende Ziele, triffst du sehr schwer, behaupte ich jetzt mal. Ich könnte Zielwasser für alle machen, ich brauche noch ein paar Tage. Oh. Cool. Naja, und wir hätten folgende Problematik, sagen wir mal, wir hätten 50 Schützen, die müssen dann da ja auch alle wieder weg. Moment, aber... Das hat doch gut, ja auch geklappt. Ich sehe da überhaupt keine Problematik. Es sind doch geflügelte Bestien, die sich auf einen stürzen, wenn man am Boden steht. Und sie sind offensichtlich sehr fragil. Naja, das hoffen wir, das wissen wir nicht. Nun, jetzt stelle sich mal einer vor, sie klatschen mit voller Fluggeschwindigkeit gegen einen, ich weiß nicht, ein Mensch eurer Ausprägung, Graphim, der, weiß ich nicht, aus solidem Stein ist. Was würde wohl passieren? Mit uns alle verzaubern, dass wir jetzt aus Stein sind und dann? Das soll unsere Strategie sein? Naja, aber sie werden niemanden gegenfliegen. Sie werden versuchen zu greifen oder zu hacken. Naja, Voltax, es sei denn, ihr habt einen anderen Plan, aber mein Plan war ja Harfe spielen und uns von da verpissen und nicht Harfe spielen und versuchen, gegen Gesamt-Paligans Flotte diesen Schlund zu halten. Ich denke auch, es ist ein guter Plan zu fliehen und sagen, wir können. Richtig. Wir sollten nur die schnellsten Schiffe mitnehmen, die uns dort abholen und die langsamen Schiffe zurücklassen. Ja, aber wir können nicht direkt dort vor Ort abgeholt werden, weil einerseits die Klippen zu hoch sind, andererseits ist da der Schlund, falls unser Plan nicht klappt, und drittens sind die ganzen Dämonenarchen da. Moment, aber ich habe eine weitere gute Idee. Ja. Also, es braucht ja nur mich und Abel mir, um diese Harfe zu spielen, nicht wahr? Naja, aber denk daran, dass dieser Schlund ja bewacht ist. Da sind ja auch Menschen und Dämonen. Ja,
Gut, also sagen wir, ich und Abel, mir übernehmen die Arbeit der Harfe spielen, ihr klatscht die Dämonen und Menschen da um und wir fliehen alle gemeinsam. Müssen wir denn wirklich über Land fliehen oder können wir nicht einfach, ich weiß nicht, nur eine Idee am Rande, durch die Erde fliehen oder durch den Limbus fliehen? Nein, das können wir nicht. Naja, also wir wollen unsere Schützen mitnehmen. Letztes Mal ist das nicht so gut gewesen, als du direkt in diesem dämonischen Boden rumgekrochen bist, wenn du dich erinnerst. Ach ja, ich... Ich werde nicht mein Metall für also eine obskure Idee opfern. Ja, ihr könnt es ja hier lassen. Es war nur ein Vorschlag. Soll ich meine Waffen hier zurücklassen? Ja, er hatte einen Vorschlag gemacht, aber wir alle, jede Meinung ist hier wichtig. Aber ja, du wolltest was sagen, Diamantis. Schützen. Irgendwas mit Schützen. Ja, ich würde auch sagen, entweder die Sonne von Zorgan oder das Schützenregiment Perlenmeer. Ich möchte sie nicht bei dem Gefängnisausbruch dabei haben, aber wir könnten sie vorausschicken, sodass sie uns ein Stück weiter nördlich erwarten und dann gemeinsam mit uns zur Grube vorstoßen. Ja, und wie kommen die da wieder weg? Mit uns. Also wollen wir laufen? Nicht weiter als nötig. Aber wir können auch nicht die Aviander direkt zum Strudel schicken, denn, naja, wenn sich die Dämonenachen zerstreuen. Naja, also, korrigiert mich an der Stelle, aber ich dachte eher, dass wir wieder über Halbruder fliehen, bevor wir aufs Schiff steigen. Ich denke auch, je weniger Leute wir mitschleppen, desto weniger Ballast haben wir, so schneller kommen wir voran. Ja, das, aber was wollt ihr tun, wenn uns die Lederschwingen einholen auf der Flucht? Lauf. Dann hätte ich gerne die Schützinnen dabei. Einen Tag lang? Wir können keine 50 Leute mitschleppen, ja, Halbinsel, das geht nicht. Naja, also, Abel, ihr korrigiert mich, aber das sind ja nicht 50 Lederschwingen, sondern 100, 200, 300, 400. Ich weiß nicht, wie viele das sind. Und vor allem nicht unser einziges Problem. Richtig, und sagen wir mal wirklich, die Schützen würden da stehen. Die können dann ja nicht laufen, weil sobald die anfangen zu laufen, werden die ja von den Lederschwingen wieder zerrissen. Die Lederschwingen werden über uns kreisen und dann werden die ganzen anderen Piraten und das ganze Pack und auf uns herniederpressen, oder nicht? Also würde ich's machen. Aber inwiefern wird das besser, wenn wir keine Schützen mitnehmen? Nun, wir sind schneller. Wir können uns besser verstecken. 5 Leute lassen sich besser verstecken als 50. Naja, können wir nicht irgendwas Magisches machen, Männer? Frauen. Ja, hat eine Idee. Was genau erwartet ihr von mir? Dass ich ein ganzes Banner an Leute einfach so unsichtbar werden lasse? Denn es ist möglich, wenn ihr mir ein halbes Jahr Zeit gebt. 6 Leute. Man könnte, wenn sie wirklich weltlich sind, mit einer Illusion eine Landschaft herstellen, um uns dort zu tarnen. Ja, genau das meinte ich. Jetzt sind wir bei interessanten Gedanken. Also ich glaube auch eher mit 6 Leuten rein. Schnell die Harfe spielen, rauslaufen, Illusion, Magier, irgendwas Kamales oder laufen. Sollten wir uns auf den möglichen Zusammenprall mit der Plagenbringer vorbereiten? Vorbereiten also, sollten wir uns auf jeden Fall, auch wenn ich nicht weiß, ob man darauf vorbereitet sein kann. Ja, zumindest könnten wir uns einmal unsere Möglichkeiten erörtern und mehr als nur die erste Plage durchgehen. Naja, also, versteht mich jetzt nicht falsch, aber ich glaube, die Plagenbringer ist einer unserer geringeren Probleme. Was sind denn die anderen Plagen? Nun, die zweite Plage wird uns wohl nicht besonders plagen. Denn sie ist wohl das Geschützfeuer, das das Schiff von sich geben kann. Dementsprechend auf Land sollte zumindest, hoffe ich, das keine besondere Bedrohung sein. Die dritte Plage soll irgendein Hybrid aus Humerian und irgendeinem Dämon sein. Hab das persönlich nicht gesehen, aber grauenvoll, was berichtet wurde. Die vierte Plage sollte sich Serpentilia drum kümmern. Ein Dämon, der wohl ans Schiff gebunden wurde und sich im Wasser aufhält. Wenn ihr mich nah genug hinanbringt, lässt sich es organisieren. Andererseits könnten wir auch einen Soldatendämon auf ihn ansetzen. Ja, aber die Plagenbringer ist doch super langsam. In der Tat stimme ich Rafim an dieser Stelle zu. Ich denke, dass wir jeder Art von
am Richard oder ähnlich gelagertem in ihrer Nähe entleiten können, da er schwerlich zum Angriff einsetzbar ist, um die Plagenbringer schutzlos zu lassen. Also jetzt, bei dem, jetzt was Graf ihm sagt, kommen wir zur fünften Plage. Bevor wir auf die Plagenbringer treffen, wird uns wahrscheinlich eins der Geisterschiffe erreichen, das diese begleitet. Ja, aber wir eins wollen davon doch gar nicht bereits auf die getroffen. Plagenbringer. In der Moment. Tat, unser einziges Problem ist gerade, ist den Rückzug von der Plagenbringer lang genug zu decken, dass wir uns ihrer Reichweite entziehen können. Das Gut. sind verdammte Geisterschiffe. Warum sollten die nicht auf Land unterwegs sein können, vor allem, wenn da ein Unheiligtum ist? Naja, weil die Plagenbringer von zwei riesigen Seeschlangen gezogen wird. Nein, aber die Geisterschiffe. Geister ich kann man bannen. Geisterschiffe heißen Geisterschiffe, weil sie nicht an Land gehen können. Naja, also deswegen sage ich auch, dass wir schnell rein und schnell wieder raus müssen. Das so, jetzt. Ja. Jetzt, also, wenn ich das richtig verstanden habe, ist die erste Plage für uns problematisch. Die zweite spielt keine Rolle. Humeria sind an Land nicht besonders einsatzfähig, also spielt auch die dritte keine Rolle. Der Dämon, der im Wasser gebunden ist, spielt auch keine Rolle. Genauso wenig wie die Geisterschiffe, weil die nicht an Land können. Ja. Also sind diese Lederschwingen die einzige Plage, die für uns problematisch wird, richtig? Schicken wir euch all die Schützen mit, die wir haben. Lassen nur einen kleinen Grundstock bei uns und wir halten uns tatsächlich von der vom Nordteil der Insel wirklich fern. Weißt ja, aber die holen uns doch ein. Ja, damit rechne ich auch. Aber vielleicht holen sie uns erst ein, wenn wir wieder an Bord der Aviander sind. Und sollte das der Fall sein, dann werden wir nicht umhin kommen, das Effaton einzusetzen. Und dann hängt es davon ab, in welcher Verfassung wir zu diesem Zeitpunkt sind, ob wir dann noch einen Gegenangriff starten können oder fliehen müssen. Bereiten wir uns doch darauf vor, dass sie uns einholen. Lassen wir sie uns doch sogar einholen. Wir wissen, auf welchem Weg wir uns zurückziehen und auf welchem Weg sie uns verfolgen werden, können wir die entsprechenden Fallen präparieren. Also jetzt ohne unsere Schützen zu unterschätzen, aber also ich sag mal, wie ich es machen würde. Wir stehen da mit unseren Schützen, bleiben da stehen und fangen an zu schießen. Holen die Lederschwingen runter, die Lederschwingen kreisen über uns. Die erste Dämonenarche klettert auf die Insel und schießt uns Feuerbälle ins Gesicht, bis wir und alle unsere Schützen tot sind. Sollten sie tatsächlich zu einer solchen Maßnahme greifen, können wir immer noch auf das Effaton zurückgreifen. Idealerweise sollten wir aber natürlich eine entsprechende laufende Verteidigung aufbauen. Das Effaton ist aber an Bord dieses Schiffes und es wird dieses Schiff auch nicht verlassen, wie ich es verstanden habe. Nun, ja. Deswegen spekuliere ich ja darauf, dass wir zu diesem Zeitpunkt bereits in Sicht oder zumindest Schallreichweite sein werden. Ja, aber das sind ja, also wir laufen da über die Halbrulat, das ist dir klar. Nun, dann laufen wir besser schnell. Ja, aber seid ihr schon mal mit 50 Mann durch den Sumpf marschiert, während fliegende Gegner euch verfolgt haben? Was haltet ihr davon, wenn wir uns einfach hinfort transportieren lassen, vom Ort des Rituals zurück zum Schiff? Moment, wartet, ich habe noch eine bessere Idee. Ja? Serpentilio, ihr könnt uns doch verwandeln, nicht wahr? Und diese Lederschwingen haben profane Wahrnehmung. Warum verwandelt ihr uns nicht einfach, nachdem wir die Harfe gespielt haben, in etwas ganz, ganz, ganz Kleines. Ich weiß nicht, eine Maus oder so. Wir verkriechen uns irgendwo, bis die Lederschwingen einmal über uns hinweggezogen sind. Und dann können wir ganz entspannt zur Insel zurück. Weil wir dann nicht in der Lage sein werden, unsere Habseligkeiten zu sichern. Und die Harfe wird in die Hände des Feindes fallen, was die gesamte Schließung des Pforte vermutlich zunichte macht, sobald sie wieder verstummt. Nun, die Harfe kann ich nehmen und mit dem Weg durch das Erdreich zurück zum Schiff bringen. Sie ist nicht aus Metall. Wenn ihr sowieso an diesem Punkt angelangt seid, warum nehmt ihr uns nicht alle mit? Nun, weil ihr ja nicht wolltet. Ich habe es euch angeboten. Naja, Boltax, letztes Mal bist du fast verreckt, als du neben dämonischem Material durch die Erde gereist bist. Und das ist ja ein Unheiligtum. Ich stimme Raffin zu. Ihr solltet es unter keinen Umständen machen. Es sei denn, ihr wollt mit einer Handvoll Schlamm in den Lungen aufwachen. Ich bin in dämonischem Material, das war der Fehler. Aber wenn ich außerhalb von dämonischem Material bin, dann funktioniert es, glaube ich. Boltax, die gesamte Insel ist dämonisches Material. Oh, und wir können nicht alle unsere Waffen zurücklassen. Das sind zwei Unheiligtümer, also sowohl dieser Schlund als auch der Strudel.